Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Märklin die 30350 aus. Das ist eine E424. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob man das jetzt hat 424 ausspricht oder 424. Ja. Soweit. Ja. Endlich mal eine italienische Lok auf unserer Anlage. Kommt ja nicht viel für die Italiener bei uns. Für die Wechselstromfahrer. Ja. So, das ist eine Lok, denke ich mal, die schon früher es gegeben hat von Märklin. Deshalb hier noch im alten Design die Schachtel. Die ist jetzt hat produziert worden, also eine Neuauflage. Aber ich denke mal, die Lok gab es schon vor ein paar Jahren. Ja. Hier. Da ist die Artikelnummer. Artikelnummer, Rückseite. Ja. So. Dann packen wir die mal aus. Das ist jetzt unsere erste italienische Lok, die wir haben. Und okay. Hier noch Sicherheitshinweise für das Rausnehmen der Lok. Hier. Man muss auf den Schleifer achten, dass er nicht beschädigt wird. Und ja, das andere ist in den anderen Sprachen. Okay, mal schauen, wie wir das hier verpackt haben. So. Kenne ich jetzt nicht so gut aus. Okay, so macht man das. Mal schauen. Okay, ich würde es einfach so jetzt rausheben. Oh, hat doch ganz gut geklappt. So. So sieht die Lok aus. Ist jetzt hat nichts Modernes oder so. Ist halt von früher, glaube ich. Hier kein Kupplungsschacht. Wenige Details, alles einfach gehalten, die Lok ist komplett aus Metall. Hier Dach, nichts Besonderes, alles schön fest. Der Stromabnehmer da oben scheint auch jetzt nicht wirklich Probleme zu machen. Also, man sieht schon, dass die Lok jetzt hat keine Neuauflage, schon, aber halt jetzt nicht. Keine neue Form und so weiter. Führerstand gibt es auch nicht. Da seht ihr die Nummer. Wir haben die jetzt einfach mal gekauft, weil, ja, wäre unsere erste italienische Lok und weil es war ja für unsere Spur, war ja also für die DC-Fahrer wenig so die braunen alten Loks gibt. Also eigentlich ist es jetzt die erste, denke ich mal. Haben wir die jetzt mal gekauft, damit wir überhaupt mal was haben für unsere Wagen und so, Güterwagen. Ja, muss man halt schauen wegen dem Haken.
ob die Wagen da gut halten. Oder ob die abspringen, aber müssen wir mal schauen. Da gibt es auch ja, ein Fahrvideo dazu. Ohne Sound. Also die Lok hat keinen Sound. Ja, ich würde mich auch noch sehr freuen, wenn es von Märklin oder Rocco irgendwann mal eine E636 gäbe, weil es ja für AC schon noch keine gibt, aber von DC schon welche. Ja, dass wir halt ein bisschen nicht benachteiligt werden. Würde uns sehr freuen, weil wir so welche Loks auch gern fahren würden. Okay, das war's jetzt mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mein Unwissen jetzt hat hier nicht euch abgeschreckt hat. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.